Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen Let's Play Kanal. Ich bin Rönne, bedanke mich, dass ihr reinschaut und nachdem ich erfolgreich The Evil Within samt den DLCs, The Assignment und The Consequence beendet habe, führe ich natürlich nun die Reihe mit The Evil Within 2 fort. Es hat sich einiges am Gameplay getan, das werden wir aber auch gleich sehen. Und ich glaube, so viel brauche ich über das Spiel jetzt gar nicht zu verlieren. Wir starten einfach mal ein neues Spiel. Und ich wähle natürlich, ihr kennt mich. Ja, da lachen jetzt wieder einige. Ist mir egal. Ich werde den Einsteiger-Schwierigkeitsgrad nehmen, weil ich mich hier natürlich mal wieder auf die Story fixieren werde. Und wir auch versuchen werden, alle Sammelgegenstände hier im Spiel zu ergattern, welche ich natürlich auch wieder in der Videobeschreibung mit Zeitstempel aufführen werde. Also starten wir als Einsteiger. Die Zielhilfe lasse ich allerdings ausgeschaltet. Das ist immer eine Sache, die mag ich überhaupt nicht. So, jetzt wollen wir aber loslegen und ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung bei meinem Let's Play zu The Evil Within 2. Haus in Flammen, Kind und Kindermädchen verbrennen. Ins Feuer. Nein, nein, das kann nicht sein. Oh Gott, Lily! Ich bin hier! Wo bist du? Oh Gott, ist sie da oben? Wie konnte das passieren? Mama, Hilfe! Ich komme, Lily! Halt durch! Ich bin hier, Lily. Ich bin hier. Lily? Komm jetzt raus. Lily, wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten.
Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. Ich bin deswegen hier. Woher hast du das? Lily ist am Leben. Lily ist tot! Ich habe den Bericht gelesen. Ich war auf ihrer Beerdigung. Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Retten? Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Wir brauchen dich. Lily braucht dich. Sebastian? Du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Das ist eine unserer Einrichtungen. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Klar. So mächtig, dass sie einen abgewrackten Ex-Cop entführen, um ihnen zu helfen. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Der Vorfall in der Beacon-Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor kurzem. Vor etwas mehr als einer Woche ist Lily verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stem-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt. Und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas, von dem Sie glaubten, es nicht geschafft zu haben.
Sie können sie retten. Oder sterben lassen. Ihre Wahl. Viel Glück, Sebastian. Und bitte, versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde dich, sobald du Lily findest, damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da. Und jemand anders wird dort drin für dich da sein. Bereit? Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Stemm-Eintritt in 3, 2, 1. Das? Wo bin ich? Okay. Diese Einleitung wirft viele, viele Fragen auf. Was? Und ich werde auch gleich mal meinen Senf dazu abgeben. Papa, hilf mir! Ich komme, Lilly! Papa! Ich weiß, es ist schwer, aber sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Ziemlich leer. Geht hier nur vor sich. Detective, wir haben eine Meldung. Das Telefon oder was? Tatsache. Was zur... Hallo? Sebastian, bist du da? Kidman? Was? Reiß dich zusammen, Sebastian. Du bist drin. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Wie ein höllischer Kater. Keine Sorge, es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Dieses Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone.
Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind denn meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja, sag Bescheid, wenn du welche von ihnen findest. Du bist unser einziger Kommunikationsweg in den Stam. Sie stecken in Union fest und suchen auch nach Lily. Union? Diese Stam-Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du. Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lily zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Kapitel 2. Etwas liegt im Argen. Ja, und anders kann ich das jetzt auch nicht beschreiben. Suche im Stam nach den Mitgliedern des Mobius-Suchteams, um Hinweise auf Lillys Verbleib zu finden. Ja, die schauen wir uns gleich an. Jetzt möchte ich erst einmal zu der Einleitung was sagen. Dass Lily noch lebt, halte ich persönlich für sehr, sehr unwahrscheinlich. Und jetzt haben wir hier die Aufgabe, das Suchteam zu finden und zu retten. Ich glaube, das war irgendwie nur, ja, eine Lockvogeltaktik mit Lily, damit wir hier nochmal in den Stam gehen. Was wir ja auch unfreiwillig eigentlich nur getan haben. Und warum Lily hier nicht der Kern sein kann, kann ich auch kurz erklären. Oder zumindest vermute ich es so. Im ersten Teil war ja Ruvik der Kern und wir wissen aus dem ersten Teil, dass nur der Kern einen gewissen Einfluss hat und Sachen entstehen lassen kann. Wenn hier jetzt also die Hölle los ist, dass hier irgendwas passiert ist, kann das ja eigentlich nur schlecht von Lily kommen. Und die setzen noch kein Kind hier rein, das dann Umgebung erschafft. Also die Umgebung wird zwar von jedem mit erschaffen, aus Erinnerung und sonst was, wie wir jetzt hier auch anhand des Büros sehen, aber den größten Einfluss hat ja der Kern. Und sollen die sich auf einmal auf rosa Wolke mit Einhörnern wiederfinden? Ich weiß nicht, ob das alles Sinn ergibt. So, jetzt schauen wir uns das hier aber erstmal an. Lily, dein Team und jetzt ich. Wir sitzen alle im Stam fest. Ich verstehe immer noch nicht, warum man sie nicht einfach alle aus ihren Wannen nimmt und aufweckt. So funktioniert das nicht. Ohne Kern sind wir aus dem System ausgesperrt. Entfernen wir jetzt jemanden mit Gewalt aus dem Stam, würde sie das töten und ihr Bewusstsein wäre drin gefangen. Großartig. Mobius hat ja einen wunderbaren Plan B. Das Offensichtliche zu kommentieren beschleunigt das hier nicht. Du musst Lily finden. Sonst werden sie und jeder andere dort drin sterben. Union, das Abbild jeder verdammten Kleinstadt. Sie wurde so entworfen, damit Probanden ruhig und entspannt bleiben können. Ruhig und entspannt. Das genaue Gegenteil von Beacon. Was in Beacon geschah, entzog sich unserer Kontrolle. Diesmal scheint ihr auch nicht sonderlich viel Kontrolle zu haben. Hör zu, ich weiß nicht, was dir da drin begegnen wird. Wenn du Informationen brauchst, schlage ich vor, du redest mit den Einwohnern. Klapper die Gegend ab, wie du es mir im KCPD beigebracht hast. Du warst nie ein echter Detective, Kidman. Und du bist kein Detective mehr. Versuchen wir trotzdem, wie welche vorzugehen, okay? Okay, dann schauen wir uns mal das Team von Mobius an. Baker, der Anführer. Ich sollte versuchen, ihn zuerst zu finden. Wie willst du das machen? Versuchen, jemanden zuerst zu finden und die anderen ignorieren, oder was? William Baker, Alter 39, Entschuldigung, Geschlecht männlich, Größe 1,85, Gewicht 87 Kilogramm, vorrangige Funktion, Anführer des Teams, weitere Fertigkeiten, Kampfspezialist, taktische Planung. Harrison, Kampfspezialist. Hoffentlich kommt er alleine klar.
Name Miles Harrison, Alter 37, Geschlecht männlich, Größe 1,78, Gewicht 80 Kilogramm. Vorrangige Funktion Hardware-Spezialist. Weitere Fertigkeiten Reparatur schwerer Ausrüstung, Kampfspezialist. O'Neill. So viele Techniker. Wahrscheinlich haben sie nicht mit Problemen gerechnet. Name Liam O'Neill, Alter 31, Geschlecht männlich, Größe 1,78, Gewicht 75 Kilogramm, vorrangige Funktion Technikspezialist. Weitere Fertigkeiten Herstellung von Ausrüstung, Logistik. Sykes, Techniker, wurde zumindest an Kleinfeuerwaffen ausgebildet. Name Julian Sykes, Alter 30, Geschlecht männlich, Größe 1,72, Gewicht 72,5 Kilogramm. Vorrangige Funktion STEM Softwareprogrammierer. Weitere Fertigkeiten Nachrichtentechnik, Umgang mit Kleinfeuerwaffen. Hoffman. Psychologie und Überwachung? Die könnte gerissen sein. Name Yukiko Hoffman, Alter 32, Geschlecht weiblich, Größe 1,63, Gewicht 50 Kilogramm, vorrangige Funktion psychologisches Profiling. Weitere Fertigkeiten Teamsanitäterin Überwachung. Ja, die sollen wir also finden und retten. Da hat Lily mich gemalt. Es ist mit dem Rest zusammen im Haus verbrannt. Na? Oh, da kann man noch was anschauen. Meine erste Belobigung fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Ja, ich kann mir vorstellen, weil wir ja im ersten Teil auch gesehen haben, dass Leslie Withers noch entkommen ist. Und wir vermuten ja auch, dass Ruvik ihn als Gefäß nutzt. Wahrscheinlich waren die so schlau und haben, was ja auch ursprünglich der Plan von Mobius war, Leslie als Kern genutzt und ja, Ruvik somit wieder freigesetzt. Nur das ist etwas, was Sebastian nie aus freien Stücken wieder machen würde. Und deswegen lässt man sich hier mal die Geschichte mit Lily einfallen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch am Ende des DLCs The Consequence gesehen, dass Maiwa, also seine Frau hier, auch bei Mobius beschäftigt ist. Eine Katze? Ich hatte doch noch nie eine... Ja, okay. Ich stelle einfach nur mal ein paar Überlegungen an. Schauen wir aber, was jetzt wirklich auf uns zukommt. So, und die Katze, wieso ist denn die Katze in unserem eigenen sicheren Bereich? Die gehörte doch eigentlich zu Kitman. Ein Dia-Projektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur rausgekramt? Aus der Grundschulzeit? Dia. Als Relikt aus der Zeit vor den Handykameras sind Dias hauptsächlich in den Häusern von älteren Menschen und in staubigen Boxen bei Immobilienverkäufen zu finden. Sie können mit dem Dia-Projektor in Sebastians Zimmer angesehen werden. Dias 1 von 11 scheint also ein Sammelgegenstand zu sein. Schauen wir uns das doch direkt mal an. Kidman, bist du da? Immer. Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Er sagt es. Du hast mich schon einmal angelogen. Unsere ganze Freundschaft war eine Lüge. Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Hm.
hat uns das feine Kätzchen etwas hochgewürgt. Grünes Gel, von mir auch liebevoll Plörre genannt. Ja, hat uns die Katze hier mal schön hingekotzt. Es ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Danke, Kätzchen. Das ist schon mal gleich geblieben. Schon mal gut zu wissen. Ein Spiegel. Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein. Wäre eine normale Tür zu viel verlangt gewesen. Na, dann wissen wir ja nicht, dass wir uns zurück in unseren Safe Point begeben. Oder wie jetzt in diesem Fall wieder zurück ins Abenteuer. Speicherterminals. An Speicherterminals kannst du deinen Fortschritt jederzeit speichern. Du findest sie in Unterschlüpfen und in Sebastians Zimmer. Ja, ich würde auch direkt sagen, dass ich das hier mal nutze und wir mal kurz hier speichern. So, gespeichert. Und dann wollen wir mal. Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Lilly, was ist los? Der Kopf meiner Puppe ist kaputt. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra. Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Ist das der richtige Ort? Okay, ich hatte gerade noch eine Vermutung, aber da warte ich erstmal ab, bevor ich da was zu sage. Schauen wir erstmal weiter, wo wir jetzt hier gelandet sind. Was zum? Okay. Wahrscheinlich auch abgeschlossen sein. Oh, und schaut mal oben auf die Ausdauerleiste, wie lange wir jetzt mittlerweile rennen können. Sebastian hat mit dem Rauchen aufgehört. Im ersten Teil konnten wir, wenn es maximal aufgebessert war, gerade mal 10 Sekunden sprinten. Er hat Kondition dazu gewonnen. William Baker. Das war doch auch der Anführer des Suchtrupps, oder nicht? Ja, willkommen zurück im STEM. Da sind solche Situationen gang und gäbe. Hey, mach doch wieder auf. Wer hat denn hier zugemacht?
und wir kommen nicht mehr raus. So, statt der Laterne haben wir jetzt eine Taschenlampe. Und sehr merkwürdige Bilder hier. Und ich glaube, die Taschenlampe, die gefällt mir schon mal besser, weil wir uns nicht selbst blenden beim Schleichen. Was im ersten Teil ja oftmals der Fall war. Und klassische Musik verheißt nichts Gutes. Das haben wir auch im ersten Teil gelernt. Was zur Hölle? Der gehört doch zum Suchteam. Baker. Okay. Ist der hier in einer Zeitschleife gefangen oder was? Der Augenblick des Todes festgehalten. Eine Kugel direkt durch den Kopf. Oh Mann. Also, jetzt haue ich doch mal meine Vermutung raus. Als wir eben den Rückblick hatten und Lilly nochmals Kind gesehen haben, ist mir eine gewisse Ähnlichkeit zu Kidman aufgefallen. Und Kidman hat vorhin behauptet, sie hätte nie eine Familie gehabt, nur zwei Leute, die sie aufgezogen haben und als Bürde betrachtet hat, vielleicht also Pflegeeltern. Wir kennen den richtigen Namen von ihr auch nicht, wenn ich an die DLCs aus dem ersten Teil denke oder auch an das Vermissten-Plakat im ersten Teil. Da wurde der richtige Name weggestrichen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, inwieweit Mobius auch zu Zeitreisen fähig ist oder anderen Dingen, aber es könnte doch auch durchaus sein, auch schon wegen diesem Optischen, dass, wenn Lilly noch lebt, Julie Kidman Lilly ist und unsere Tochter ist. Ich weiß, das ist sehr weit hergeholt, aber hier ist ja alles möglich. Und falls es Kidman ist, wundert es mich ja sowieso, dass sie noch für Mobius arbeitet. In den DLCs haben wir ja erfahren, dass sie mit ihnen nicht gut klarkommt und eigentlich auf Kriegsfuß steht und eigentlich gegen diese rebelliert. Nun sind wir hier im Stem und das erste Opfer, das wir finden, ist der Anführer des Suchteams von Mobius. Hat sie das vielleicht irgendwie in die Wege geleitet? Dass Lilly vielleicht doch der Kern, sprich Julie doch der Kern ist, um so Mobius auszuschalten, zu unterwandern? Alles nur Vermutungen. Aber jetzt will ich auch mal damit aufhören, sonst... hier war doch gerade ein Geräusch. Sonst kommen wir hier zu nichts. Wer hat denn das hier ausgemacht? Ich bin mir sicher, eben irgendwas gehört zu haben. Klang schon ein bisschen wie Ruviks Lachen, oder? Was haben wir hier? Informationen. Wer immer das war, hatte Spaß daran,
Foto von William Baker. Baker, Anführer des Suchteams. Er war in der Zeit eingefroren, als ich ihn fand. Das muss von der Kamera direkt neben ihm aufgenommen worden sein. Aber wie ist so etwas überhaupt möglich? Solche Fragen stellt man im STEM nicht. Hier ist alles möglich. Das erinnert mich ja auch gerade an den ersten Teil, wo wir mit Marcello Leslie gesucht haben und ihn dann im Keller gefunden haben. Da hatten wir doch auch so einen Raum mit so einer Fotowand, auch in diesem Rotlicht. Ist das vielleicht irgendein alter Bekannter aus Beacon? Doch hier. Vielleicht doch Leslie. Doch Ruvik. Toll, Sackgasse. Ja, Moment. Untersuchen. Da sollte wohl niemand heraus. Oder hinein. Schieben wir den Kram nochmal auf Seite hier. Was soll das überhaupt sein hier? Ein Hotel? Sieht aus wie ein Hotel. Hat man uns hier schon ein Zimmer gebucht und wir müssen unser Zimmer finden? Oh Mann. Telefon? Gehen wir mal ran. Hallo? Scheiße. Wer war das? Ein obszöner Anrufer. Manuela Roberto kriegt wohl nicht gerne Besuch. Und stellt einfach mal Tisch und Stühle vor die Tür, wenn die Tür schon nicht zugeht. Auch ziemlich runtergekommen hier. Rissige und fleckige Decken, Flecken an den Tapeten. Widerlich. Das gibt Abzüge in der Bewertung. Hier noch was. Verzierter Brief an Bewerber S.V. Herzlichen Glückwunsch, Wahrheitssuchender. Danke für die Teilnahme an unserem Test der spirituellen Klarheit. Wir freuen uns, Sie auf der nächsten Wissensstufe willkommen zu heißen. Melden Sie sich bitte mit diesem Brief beim nächstgelegenen Mu-Center, um vom Bewerber auf Probe zum Mu-Schüler aufzusteigen. Dieser Brief garantiert Ihnen eine erhabene Position bei der nächsten Reinigungszeremonie. Handschriftlich auf der Rückseite des Umschlags vermerkt: Lügen, alles Lügen. Den haben wir uns von hinten noch gar nicht angeguckt. Lies, all lies. Leute, wir haben hier auch schon wieder dieses Symbol. Das war nicht Beacon, sondern das hatte irgendwie mit der Kirche zu tun. Und da hatten wir ja auch im DLC erfahren, dass Julie Kidman in ihrer Kindheit doch sehr durch Religion geprägt war. Und das war eben auch dieses Symbol. Das spricht schon wieder für meine Theorie, oder ja, bestärkt quasi meine Theorie, die ich hier habe. Hilfe! Helfen Sie mir! Hey! Verdammt! Was geht hier vor sich? Na geil. Auch verschlossen.
ja auch keinerlei Waffe, ne? Aber irgendwer erwartet uns doch. Da saß doch gerade noch jemand. Hä? Scheiße. Wir wissen auf jeden Fall schon mal, wer den Anführer des Teams erledigt hat. So, in Deckung gehen und Deckung verlassen. Nun Block 1 in Deckung gehen, Deckung verlassen, wenn das Deckungssymbol erscheint. Das Deckungssymbol Abbildung 1 erscheint, wenn du dich vor einer gültigen Deckung befindest. Bewegen in Deckung. Oben, unten, links, rechts an Deckung entlang bewegen, Ecken umrunden. Wenn du in der Nähe einer Ecke in Deckung bist, erscheint ein Pfeil. Bewege dich mit in die angezeigte Richtung, um die Ecke zu umrunden, ohne deine Deckung zu verlassen. Hat er uns gesehen? Wer zum Teufel war das? Na, steh wieder auf. So. Wie der Anführer des Teams. Ja. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer das war. Jemand, der aus toten Leuten Kunst macht. Ich muss einen Weg herausfinden. Und dann diese Fotos. Leute, das ist Sander Cohn aus Bioshock. Ich sag's euch. Ganz ehrlich, das ist doch nicht hier das Konstrukt eines Kindes. Außer Lilly ist extrem traumatisiert. Na, ich glaube nicht, dass das so stimmt. Ach, wir sind hier wieder am Anfang. Manuela Huberto, diesmal können wir ja aber rein, aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Was war das? Hier liegt auf jeden Fall noch was. Foto eines weiteren Opfers. Das Foto eines weiteren Mordopfers. Das ist eine Mobius-Uniform. Gut beleuchtet und scharf. Sieht aus, als wäre ihm mit einer Waffe in den Kopf geschossen worden. Schon wieder Mobius-Opfer. Ja. Ich bleib bei meiner Theorie. Äh.
wir sind nicht bewaffnet, Leute. Oder? Nein, wir sind nicht bewaffnet. Ich habe auch gar keinen Zugriff aufs Inventar. Was ist denn los, Leute? Das ist jetzt die Tür, wo eben die Frau um Hilfe gerufen hat. Ist das krank? Hat sich das Bild hier gerade geändert? Ja. Die Bilder ändern sich. In offene Augen. Fühlt man sich ja gar nicht beobachtet. Was ist das? Ja, die fühlen sich bestimmt wie neugeboren. Das sind Aufzüge, das sind ja keine Türen. Hier wird 100 Pro auch zu sein. Da können wir gar nicht mit interagieren. Will man wohl, dass in diesen einladenden, wohlgepflegten Aufzug steigen. Ja, drück doch nicht auf den Keller, Sebastian. Oh, genau da, wo wir hinwollen, in den Keller. Was ist hier los? Einladend. Hervorragende Idee, hier lang zu gehen. Willkommen in Gilead, liebe Leute. Die roten Roben waren aus. Oh, hier bewegt sich doch bestimmt gleich eine. Unter seinem Auge. Ja, wir sind in Gilead. Huch. 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 Was passiert hier? Das ging schnell. Das muss eine Polaroid-Kamera gewesen sein. Was zur Hölle? War das Laura? War das Laura aus dem ersten?
stehen. Bleib da doch nicht stehen. Shit. Ja, hauen ab. Ich will auch gar nicht nach hinten gucken, wie nah die ist. Lauf, 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 lauf. Renn nicht gegen die Kisten, Sebastian. Fuck. Sackgasse. Mist. Ich stecke hier fest. Shit, shit. Shit, shit, shit. Hier oder hoch. Auch nicht. Hallo. Tja. Verdammt, was zur Hölle ist das? Das wollen wir gar nicht wissen. Hallo, Mausemann. Shit. Nähe, oder? Ich kann da doch nicht einfach runterspringen. Nichts zu hören. Willst du mich verarschen? Shit, 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 shit. Lauf, lauf, lauf! Oh nein! Was? Was sollen wir denn hier machen? Nein! Nein! Ja. Ja. Okay, was zum Teufel geht hier vor? Automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sie sich schneller, also suche bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. So, und wir haben ein Feldmesser erhalten. Das heißt, wir müssten jetzt auch Zugriff auf unser Inventar haben. Ja, und mehr als das, wir haben sogar eine Karte. Wir befinden uns in der Wohngegend. Sind wir endlich in diesem Ort angekommen? Union? Okay, die Karte scheint auch recht groß zu sein. Zwei Sachen sind hier schon eingetragen. Unterschlupf, Speicherpunkt, Spiegel, Kaffeemaschine, Werkbank. Endlich kriegen wir Kaffee, Leute. Da habe ich im ersten Teil nur drauf gewartet. Speicherpunkt, Spiegel, Kaffeemaschine. So, Missionen. Kapitel 2, etwas liegt im Argen. Suche im Stem nach den Mitgliedern des Mobius-Suchteams, um Hinweise auf Lillys Verbleib zu finden. Wir haben extra eine Übersicht für Missionen. Okay. Inventar. Ausrüstung. Das Feldmesser haben wir gerade gefunden. Dieses große Feldmesser ist perfekt geeignet für Schleichangriffe und
und um dir zu mit Ketten verschlossenen Bereichen Zugang zu verschaffen. Außerdem ist keine Munition erforderlich. Dann gibt es wieder Armbrustbolzen, das heißt, wir finden wieder die Qualenarmbrust. Komponenten und wichtige Objekte haben wir aber noch nichts. Informationen. Ja, ich nehme an, dass das hier die Sammelgegenstände sind. Das wurde ja auch bisher immer durchnummeriert. Erinnerungsfragmente, keine Ahnung. Ja, Tutorials werden nochmal angezeigt. Und die Dias, von denen wir ja gerade mal eine gefunden haben. So, und dann haben wir noch Statistik, also einfach eine Übersicht, wie lange wir schon spielen, wie viele Tode, wie viele Spritze, Erste-Hilfe-Koffer und alles Mögliche verwendet wird. Kaffeepausen, ja, das müssen wir mal hochsetzen, nachdem wir im letzten Teil keinen Kaffee bekommen haben. Ich frage mich nur, was das schon wieder für ein Haus ist. Und wo bin ich jetzt? Ja. Da liegt was auf dem Tisch. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in diesen Reisespritzen ist unbekannt, aber stellt etwas Gesundheit wieder her. Sehr schön. Gegenstand aufs Arsenalmenü benutzen. Hier haben wir jetzt das Arsenalmenü. Hier sehen wir auch unsere Übersicht von grünem Gel. Es gibt nun auch rotes Gel. Waffenteile. Daraus können wir die Bolzen machen. Und hochwertige Waffenteile. Okay. Was mir auf jeden Fall schon mal auffällt, ist, dass wir 8 Plätze für die Schnellzugriff haben. Für den Schnellzugriff haben und nicht mehr 4. Das ist schon mal gut. Das heißt, ich lege die Spritzen jetzt auf 8. Ich nehme... Soll ich die schon nehmen? Nee, ich lasse es erstmal. Lecker Bierchen trinken. Da liegt doch ein Buch. Tagebuch in verlassenem Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet: Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für diese ganze verrückte Scheiße, die in den letzten Tagen passiert ist. Das schlimmstmögliche Szenario ist eingetreten, aber wenigstens muss ich nichts mehr vortäuschen. Diese Dinger, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihrer Seelen gnädig sein und meiner. Und das zählt auch zu Informationen. Maus 4. Okay, Spritzen sind auch Ausrüstung. Ja, und das haben wir doch eben schon gesehen. Muss uns jetzt nicht nochmal hier als Tutorial gezeigt werden. Ja, dann gehen wir mal raus. Hoffentlich kann ich... Leute, endlich. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Hier auf diesem Tisch, Sebastian. Hier auf diesem Tisch. Vielleicht ist das der richtige Ort. Lily, ich hoffe, du bist hier. Foto der Familie Castellanos. Dieses Foto. Ich dachte, es wäre für immer im Feuer verloren gegangen. Ich weiß noch, als wir es geschossen haben. Lilis Atem roch nach Zuckerwatte und Myra sah so schön aus wie nie zuvor. Und auf der Rückseite I love you, Daddy, geschrieben von Lily, nehme ich an. Schöne Scheiße ist das. Ich würde gern speichern. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon.
Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja, klar. The Last Chance Pack. Du hast die folgenden Gegenstände aus dem The Last Chance Pack erhalten. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß, 50 Schießpulver, 100 Waffenteile, ein hochwertiges Waffenteil, ein Erste-Hilfe-Koffer und 5 Kräuter. Ja, das ist der Vorbesteller-Bonus, den ich gerade bei Survival-Horror-Spielen überhaupt nicht mag. Weil, wie gesagt, dass wir hier jetzt extra Waffen und sowas bekommen, nimmt ja eigentlich einem eigentlich diese, ich sag mal, Eingeschränktheit. So, wir haben jetzt eine Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Diese Automatikpistole gibt einen Feuerstoß aus 3 Einzelschüssen ab und verursacht mehr Schaden als eine gewöhnliche halbautomatische Handfeuerwaffe, auch wenn sie dieselbe Munition verwendet. Ja, aber dafür dann 3 Kugeln auf einmal, oder was? Diese Waffe war im The Last Chance Pack enthalten und wird somit nicht von mir genutzt. Schießpulver, eine explosive Mischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und Holzkohle, die in Munition verwendet wird. 12 Jahrhunderte alt, aber heutzutage immer noch genauso effektiv wie damals. Mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Hochwertige Waffenteile. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserungen freizuschalten. Okay. Und dann haben wir noch Waffenteile. Verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du an Werkbänken Waffen verbessern kannst. Erste-Hilfe-Koffer enthält Medikamente, die eine mittlere Menge Gesundheit wiederherstellen. Besser als eine Spritze. Erste-Hilfe-Koffer können aus Kräutern hergestellt werden, erhöhen also nicht mehr die maximale Lebensenergie und füllen auch nicht das Leben komplett wieder auf, sondern sind einfach stärkere Spritzen. Okay. Kraut, eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Waffen können an Werkbänken verbessert werden, die in Unterschlüpfen und an anderen Orten zu finden sind. So, wir haben uns auch noch gar nicht die Infos zur halbautomatischen Handfeuerwaffe durchgelesen. Das finden wir, glaube ich, wieder im Inventar. Das mache ich nochmal ganz kurz. So, Ausrüstung. Da, halbautomatische Handfeuerwaffe. Eine gewöhnliche halbautomatische Pistole. Sie ist nichts Außergewöhnliches, ist aber zuverlässig und kann verbessert werden. Und 6 Schuss haben wir im Magazin. Und 20 können wir in Reserve haben. Damit starten wir ja schon mal mit doppelt so viel als im ersten Teil. So, Informationen. Das zählt auch noch als Information, das Foto. Interessant. Aber wir sind schon wieder dabei zu überziehen. Oh, wir können mittlerweile auch mit dem Mausrad hier durchscrollen. Sehr schön. Ich würde gerne mal speichern irgendwo. Oder meinetwegen auch ein automatischer Speicherpunkt. Was haben wir hier? Kräuter. Und er speichert. Man muss nur ein Kraut aufheben. Okay, Leute. Ja, weil wir überziehen. Wir sind über eine Stunde. Das will ich eigentlich nicht. Aber hier ist ja jetzt auch eine ganze Menge passiert. Ja, mal schauen, was es wirklich mit dem Ganzen hier auf sich hat. Wie gesagt, die ganze Geschichte mit Lilly mag ich nicht so ganz glauben. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen, hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video zu The Evil Within 2 morgen um 19 Uhr auf meinem Kanal wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.